Das Besondere fand ich war, dass die Kirche dort so international ist und dass ganz viele Menschen unterschiedliche Frömmigkeits- und Glaubenspraxis mitbringen und dass die alle da irgendwie einen Platz finden. Ja, das Wichtige war irgendwie so für mich nochmal diese Diaspora-Situation in so einem Land einfach zu erfahren, ganz anders als in Deutschland. Mein tollstes Erlebnis war der Franziskusdagen in Stockholm, wo ganz viele Kinder aus ganz Schweden da waren, für die wir ja ganz unterschiedliche Sachen organisiert haben, von Ponyreiten bis Kinderschminken über einen Gottesdienst mit Haustiersegnungen. Und das hat super viel Spaß gemacht. Und für mich hat dieses Jahr ganz viele neue Türen geöffnet. Ich bin viel selbstbewusster geworden, viel gesprächiger, habe Kontakt zu vielen Personen aufgenommen und ich freue mich auch, wenn ich das nächste Mal wieder in Island bin. Es ist schon anberaumt. Also ich werde wieder hingehen, das ist für mich wirklich wie eine zweite Heimat geworden. Die Menschen, die sind mir so ans Herz gewachsen. Ja, das macht es, glaube ich, aus. Also, dass man da so schnell so tief reinwächst, dass man gar nicht so gerne wieder fahren möchte.